Hallo zusammen, willkommen zurück zu SCSS. Heute geht es um Mathematik. Wir machen direkt dort weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Eigentlich nicht. Und zwar wollen wir heute rechnen. Man kann mit diesen Variablen hier, wie wir sehen, auch Mathe betreiben. Das dürfte eigentlich klar sein. Wir haben hier Zahlen in 3 Pixel drinstecken, nämlich eine 3 und Pixel. Und damit kann man natürlich rechnen. Es gibt allerdings 2 Dinge, die ihr beachten müsst. Und zwar einmal haben wir hier 2 Arten von Zahlen. Das heißt, einmal haben wir 3 Pixel. Was dem gegenüber steht, 3 einfach nur zu haben. Denn Pixel ist eine Einheit. Falls ihr euch hoffentlich noch an Schulmathematik oder vor allem Physik erinnert, 3 Pixel ist wie 3 Meter von mir aus, nur halt deutlich kleiner. Und 3 ist einfach eine Zahl ohne Einheit. Das heißt aber auch, wenn ich jetzt hier zum Beispiel 3 Pixel mal 3 Pixel rechne, dann habe ich hier am Ende 3 mal 3 sind 9. Und ich habe hier Pixel mal Pixel, was Pixelquadrat ist. Also ich mache das mal ganz kurz so. Und Pixelquadrat ist keine Einheit für CSS. Das heißt, achtet immer darauf, dass am Ende nicht Pixelquadrat oder überhaupt keine Einheit rauskommt, sondern dass eben immer genau eine Einheit rauskommt. So, jetzt habe ich ein bisschen drum herum geredet. Wie genau meine ich das jetzt? Wir nehmen als Beispiel dieses Width von unserer Border. Und hier haben wir ja eine Variable. Wenn ihr mit Variablen rechnet, ist das kein Problem. Wenn ihr ohne Variablen rechnet, dann müsst ihr immer Klammern setzen. Denn ansonsten wird jetzt hier SCSS das als normales CSS interpretieren. Also zum Beispiel sowas wie 10 Pixel, ohne Klammern, sorry. 10 Pixel, 8 Pixel. Das wird als normales CSS gerechnet und nicht als SCSS. Das heißt, hier findet keine Division statt in dem Sinne. Wenn ihr Klammern drumherum setzt, dann zählt es als mathematische Operation und es findet hier auch wirklich irgendwas statt. Problem ist, hier kürzen sich die Pixel jetzt raus. Bei einer Division kürzt man ganz gerne mal und dann steht hier 10 durch 8, was eine ungerade Zahl ist, die vielleicht nicht ganz geeignet ist. Nehmen wir 8 Pixel durch 8 Pixel und dann steht hier am Ende 1. Ihr könnt gerne mal probieren, was passiert, wenn ich hier 1 eintrage. Gibt nämlich einen Fehler, weil es macht keinen Sinn. Breite 1, was 1? 1 EM, 1%, 1 Pixel, keine Ahnung. Deswegen wichtig hierbei auch wieder die Einheit zu beachten. Wenn ihr 8 Pixel durch 8 teilt, ist es wunderbar, dann steht hier am Ende 1 Pixel. Wenn ihr 8 durch 8 Pixel teilt, dann habt ihr sogar noch ein Problem mehr, dann habt ihr nämlich durch Pixel. Das ist, funktioniert auch nicht richtig. Also hier Pixel hoch minus 1, das ist quasi 1 durch Pixel, ist kein CSS-Wert, der gültig ist. Deswegen haben wir hier eben den Fehler. Okay, so, jetzt, wenn ihr mit Variablen rechnet, geht es natürlich genauso. Das heißt, ihr könnt hier, wenn ihr mit Variablen rechnet, könnt ihr sogar die Klammern weglassen, das ist wunderbar. Width, also in unserem Fall standardmäßig 3 Pixel und wir wollen aber nur ein Drittel davon haben zum Beispiel, dann rechnen wir hier eben Width durch 3. Also im Endeffekt, wenn niemand was an diesem Wert hier ändert, was wir natürlich gesehen haben, möglich ist, wenn niemand was daran ändert, haben wir hier 1 Pixel Breite. Okay, so, jetzt können wir allerdings auch noch sehr viele andere Dinge machen, wie zum Beispiel mathematische Funktionen aufrufen. Denn CSS erlaubt normalerweise keine Kommazahlen. Sagen wir mal, ich setze hier auf 5, dann würde hier 3 durch 5 stehen, was 0,6 wäre. Das ist also 0,6 Pixel in dem Fall, weil hier steht ja Pixel. Das ist kein gültiger Wert für eine Breite von einer Border. Deswegen, also wir können es gerne mal ausprobieren. Es sieht halt nicht so aus, wie es aussehen sollte. Na, wo ist es denn? Hier ist es. Doch, es funktioniert sogar wunderbar. Okay, hätte ich nicht gedacht. Normalerweise sollte das eigentlich einen Fehler geben. Scheinbar in der neuen Version jetzt hier nicht mehr. Aber es macht nichts. Wir können nämlich einfach hier Klammern verwenden. Round ist eine Funktion, die euch eure Ergebnisse rundet. Runden bedeutet in dem Fall immer... Gibt es da eine schöne... Oh ja, wunderbar. Wenn ihr in dem Editor hier mit Steuerung drüber fahrt und dann hier draufklickt, dann bekommt ihr hierfür sogar zum Beispiel eine Erklärung immer. Hier oben drüber in den Kommentaren ist das. Das ist ziemlich gut. Wundert euch nicht, dass hier Stub steht und so weiter und so fort. Lest euch die Kommentare oben drüber durch. Die erklären wirklich sehr, sehr viel. Also Percentage zum Beispiel auch. Hier stehen zum Beispiel Examples dabei. Das heißt, round 10,4 Pixel gibt uns 10 Pixel, round 10,6 Pixel gibt uns 11 Pixel. Also es rundet zur nächsten Ganzzahl. Das bedeutet, es wird so gerundet wie in der Mathematik auch, also aus 0,6, wie wir es hier jetzt gerade haben, wird eben 1.
Und das ist schon mal sehr, sehr wichtig. Vor allem, wenn wir das jetzt hier so machen, wird das hier einfach wieder hochgerundet und es sieht wieder normal aus. Also alles gut sozusagen. Okay. Ja, was für mathematische Operationen gibt es? Also ihr könnt natürlich hier Variablen benutzen, genauso wie ihr normale Zahlen benutzen könnt, also ohne irgendwelche Variablen. Das ist ganz klar. Aber es gibt natürlich einige Rechenregeln, sage ich jetzt mal, und das sind so die bekanntesten. Ich kann hier zum Beispiel $width einfach benutzen, plus 2, also es gibt natürlich plus, es gibt minus, es gibt mal und es gibt geteilt. Wer hätte das gedacht? Achtet bei geteilt darauf, dass ihr nicht durch 0 teilt, das führt meistens zu Problemen. Ihr seht hier, process finished with exit code, weil ihr eben durch 0 geteilt habt und 0 ist, also wenn man durch 0 teilt, explodiert die ganze Welt, deswegen ist mein Skript gerade explodiert. Aber es gibt auch noch einen weiteren Operator, nämlich Modulo. Den möchte ich ganz kurz erklären. Nicht Modulo 0. Machen wir Modulo 3. Ganz kurz nur zu diesem Operator. Vielleicht kennen ihn schon die meisten. Danach ist das Video eigentlich auch schon durch, weil wir damit eigentlich so ziemlich alles haben, was ihr wollt oder was ihr braucht. Achtet halt wirklich auf diese Klammern und diese Einheiten. Das ist so ziemlich das Wichtigste, wenn man hier in CSS oder SCSS was rechnen möchte. Modulo bedeutet, wenn wir Modulo 3 haben, ist es im Endeffekt Division mit Rest. Das heißt, der Rest von dieser Division ist das Ergebnis. Also wenn ich 1 durch 3 teile, wie in der Grundschule, dann ist das, naja, 0 Rest 1. Also ist das Ergebnis von 1 Modulo 3 ist 1. Quasi immer dieses Restergebnis hier. Wenn wir 2 durch 3 teilen, 2 durch 3 teilen, ist es immer noch 0. Rest 2. Also ist das Ergebnis, ja, das hat gerade scheinbar geleckt, also das Ergebnis hier von 2 Modulo 3, genau 2. Wenn wir hier 3 durch 3 rechnen, dann ist das hier 1, Rest 0. Also was ist 3 Modulo 3? Naja, es ist 0. Und so weiter und so fort. Also hier zum Beispiel, machen wir mal ein anderes Beispiel, 11 durch 3, das wäre dann, das interessiert mich eigentlich gar nicht, was hier steht, auch wenn es 3 ist, und der Rest wäre 2. Also ist 11 Modulo 3 auch 2. Es ist immer der Rest, immer. Und bei 5 ist es natürlich dann analog. Also 11 durch 5 ist 2, Rest 1. 11 Modulo 5 ist dann, 11 Modulo 5 ist dann natürlich 1. Also immer der Rest im Endeffekt. Das ist eigentlich relativ simpel. Warum könnte man sowas brauchen? Damit kann ich zum Beispiel eine Zahl hoch iterieren lassen zum Beispiel. Also ich kann zum Beispiel hier schreiben, da werden wir noch später drauf kommen, dass es Schleifen gibt. Ich kann zum Beispiel hier sagen, width gleich 1, 1. Im nächsten Schritt ist es dann halt gleich 2, nicht Pixel, gleich 3, gleich 4 und so weiter und so fort. Und ich will immer meine Columns, also meine Spalten so füllen, dass ich nur 3 Spalten habe. Was mache ich dann bei 4? Naja, ich möchte wieder die erste Spalte füllen, also im Endeffekt die nullte Spalte füllen. Und im Endeffekt müsste ich hier jetzt sogar mit 0 anfangen. Fangen wir hier oben mit 0 an. Das heißt, ich habe 3 Spalten. Also möchte ich das hier und das hier in die erste, zweite, dritte Spalte. Das hier möchte ich wieder in die erste, zweite und so weiter und so fort reinschreiben. Was mache ich dann also? Naja, ich rechne Modulo. Hier Modulo 3, das ist 0, ist okay. Das bleibt dann also in der ganz linksten, also in der nullten Spalte. Modulo 3 ist 1, geht in die mittlere Spalte. Modulo 3 ist 2, geht in die rechte Spalte. Modulo 3 ist wieder 0, geht wieder in die ganz linke Spalte. Und Modulo 3 ist wieder 1, geht also wieder in die mittlere Spalte und so weiter und so fort. Das heißt, wenn ich hier bei 100 bin, bin ich immer noch in entweder der ersten, zweiten oder dritten Spalte. Dafür ist es auch sehr, sehr nützlich. Das war jetzt nur mal ein Anwendungsfall. Ich weiß, ich bin ein bisschen abgeschweift und ich habe das jetzt auch nicht so im Detail hier erklärt. Im Endeffekt geht es nur darum, man kann in CSS rechnen. Wunderbar. Das war's für dieses Mal auch schon wieder. Ich glaube, ich habe euch ein bisschen überladen. Probiert das Ganze aus. Wenn ihr Schwierigkeiten habt, schreibt mich jederzeit an. Aber wirklich probiert es aus. Das ist das Allerwichtigste hierbei. Schreibt eure eigenen Projekte und lernt dabei, wie man das Ganze verwenden kann. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.